Hallo und herzlich willkommen zu Austriv. Die ein oder anderen kennen das Game vielleicht schon, vor allem wenn ihr schon länger dabei seid auf diesem Kanal. Wir haben, glaube ich, das letzte Mal 2017 reingeschaut in die erste Alpha des Games und damals war schon ziemlich gut. Das Spiel kommt von einem einzigen ukrainischen Entwickler, der da ganz alleine dran arbeitet. Yevgeny heißt er. Ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen. Und dementsprechend braucht das Spiel so ein bisschen Zeit zum Reifen. Aber es kommen immer wieder neue Updates und es hat nach wie vor richtig gute Steam-Bewertungen. Ist ein absolut cooles Spiel, ist ein bisschen zeitaufwendig, ziemlich realistisch und gerade deshalb auch super spannend. Wir starten also irgendwo in den ukrainischen Ebenen und müssen uns da dann möglichst schnell etablieren und aufbauen, bevor der nächste Winter naht. Das heißt, wir müssen dann für Essen sorgen, für Unterkünfte und wenn wir den ersten Winter überstanden haben, dann sieht es schon mal relativ gut für uns aus. Solange wir unser Cash nicht zu schnell verbrennen, denn wir müssen natürlich dann auch Handel treiben und möglichst unseren Haushalt dann auch in den schwarzen Zahlen halten, denn pleite gehen ist natürlich auch nicht so gut. Wir starten jetzt einfach mal ein neues Spiel. Es gibt inzwischen richtig viele Maps. Da sind total viele super schöne dabei. Ich glaube, welche wollen wir denn da nehmen? Wir könnten so eine große Seen-Map nehmen. Es gibt, glaube ich, überall die gleichen Ressourcen, nämlich immer Stein. Ah, okay, es gibt auch Maps mit Eisenerz. Es gibt, glaube ich, nur eine einzige Map mit Eisenerz. Ansonsten muss man das immer zukaufen durch Handel. Das ist ganz cool hier, ne, mit den Flussläufen. Wollen wir die Map Nummer 6 einfach mal nehmen? Die gefällt mir irgendwie ganz gut. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche wir das letzte Mal gespielt haben. Aber die hier hat irgendwie was, oder? Mit den beiden, mit dem Fluss, der sich so trennt. Sieht irgendwie cool aus. Wir können natürlich auch Eisenerz abbauen. Das wäre auch ziemlich spannend. Da sind riesige Wälder auf der Map, ne? Ich denke, wir starten mal auf der Map Nummer 6. Da gibt es zwar kein Eisenerz, aber irgendwie finde ich das cool. Dann können wir hier in der Mitte aufbauen. Aber das ist ein Wald, ne? Das können wir nicht richtig gut aufbauen. Vielleicht hier irgendwo oder hier oben ist richtig viel Platz. Mal schauen. Okay, dann wählen wir die Nummer 6 aus und dann geht's auch schon los. Keine Zeit zu verlieren. So, das ist also diese Insel. Und jetzt kann man uns überlegen, wo wir hingehen. Hier unten ist ziemlich... Ah, da ist schon die Map-Grenze hier, ne? Also hier hätten wir relativ viel Platz. Oder halt hier oben. Wenn wir den Wald hier abholzen, dann haben wir hier oben richtig viel Platz. Und das ist auch eine schöne Location, oder? Hier gibt es dann die Limestone und Limestone-Vorkommen. Das ist Stein. Okay, hier oben gibt es, glaube ich, nichts. Also die Vorkommen sind wohl auf der Halbinsel, wenn ich das richtig sehe. Wir starten mal hier oben. Dann können wir uns eine Brücke rüberbauen, oder? So. Wir haben so ein cooles Camp, das setzen wir jetzt einfach mal irgendwo hier hin, ungefähr da. Und dann geht es auch schon los. Das heißt, wir müssen jetzt die Leute versorgen. Wir haben jetzt 2000 Coins und 32 Dorfleute. Und damit beginnt unsere neue Siedlung hier. Wir werden jetzt erstmal den Grundstein quasi legen. Wir bauen, glaube ich, die ersten Häuser, oder? Wir haben auch so ein bisschen so ein Tutorial, was wir jetzt am besten am Anfang machen. Ich glaube, wir starten wirklich mal mit so einer Forestry zum Holzfällen, ne? So, stellen wir die mal irgendwo hier oben an den Wald. Bam. Gut, dann haben die Leute ja schon mal was zu tun. Hier oben rechts sehen wir dann die Sachen, die gebaut werden, die gerade im Bauprogress quasi sind. Wir können hier, glaube ich, auch Bilder zuweisen, genau. Machen wir mal alle, so viele wie gehen. Und dann sehen wir auch, wie viele Leute hier jetzt einen Job haben und wie viele nicht. Also wir haben jetzt 9 Frauen, die noch verfügbar sind und einen Mann, der noch verfügbar ist für Arbeit. Und dann bauen wir, glaube ich, gleich Häuser. Also wir sind jetzt im März, also wir sind ganz früh im Jahr. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit, denke ich, bis es dann wieder kalt wird. Aber in der Zeit müssen wir jetzt wirklich die Häuser aufbauen und müssen schauen, dass wir genug Essen für den Winter zusammen raffen quasi. Und da gibt es jetzt auch richtig viele unterschiedliche Häuser. Das letzte Mal gab es, glaube ich, nur die beiden Varianten hier, Village Houses. Jetzt gibt es irgendwie so Reihenhäuser und sowas. Das ist ziemlich cool. Wollen wir mit Garten oder ohne Garten? Mit Garten ist schon cooler, ne? Brauchen wir mal mit Garten, oder? Die brauchen halt mehr Platz.
Das ist ein bisschen der Nachteil. Stellen wir da mal so. Machen wir hier schön mit Flussblick, oder? Gehobene Lage. So. Das ist aber eng hier. Place is occupied. Ach, da ist der Eingang, ne? Okay. Also man kann die Zäune dann so ein bisschen, genau, so. Das kann man so ein bisschen formen. Wir setzen das mal hier oben dann hin. Und dazwischen lassen wir einfach einen Durchgang. Wir müssen ja auch noch so ein bisschen Platz lassen für wichtige Dinge wie Fischer und so weiter am Wasser. Aber wir brauchen auch echt viel Platz für Häuser, ne? Mal gucken, wie wir das alles hinkriegen. Fischer können wir vielleicht auch gleich platzieren. Forestry ist in Auftrag. Wo haben wir denn den Fischer? Ich weiß nicht, wo wir am besten anfangen. Wahrscheinlich eher mit einer Farm, oder? So ein bisschen Gemüse anbauen oder so. Orchard, also so eine Apfelbaumplantage oder so wäre ganz cool. Wir müssen auch auf die Nägel gucken. Ich glaube, wir haben nicht so viele Nägel, ne, am Anfang. Die müssen wir dann natürlich relativ zügig auch herstellen. Dafür bräuchten wir dann, glaube ich, eine Smithy. Bauen wir mal erstmal eine Farm irgendwo hier draußen. Die muss dann wirklich so ein Stück raus, glaube ich. Machen wir das mal hier vielleicht. Stellen wir die mal hier so mit hin. So. Bäm. Dass wir so ein bisschen Platz lassen, weil das Dorf wird, glaube ich, relativ schnell groß, wenn ich das richtig erinnere. Und dann haben die jetzt eigentlich schon so viel zu tun. Häuser brauchen wir natürlich. Wir brauchen noch den Schmied, dass der uns wieder Nägel herstellt. Das ist super wichtig, weil Nägel sind, glaube ich, so die wichtigste Ressource hier beim Gebäude bauen. Neben dem Holz. Wo haben wir denn den Schmied? Smithy, genau. Dann stellen wir die irgendwo hier noch mit rein. Aber wo machen wir denn... Hier haben wir jetzt Häuser stehen. Wo kommen dann die ganzen Arbeitergebäude hin? Wir warten nochmal. Ich weiß noch nicht, wie ich die Stadt bauen will. Das muss ich mir noch überlegen. Wo kommen die ganzen Shops und so weiter hin? Irgendwo in die Mitte, ne? Genau, hier können wir also so ein bisschen die Zäune dann auch joinen, sodass die Grundstücke nicht ganz so ausladend sind. Wir haben jetzt nicht so viel Platz, ne? So ein bisschen Platz sparen. Der kriegt jetzt ein kleineres Grundstück. Und dann müssen wir gucken, wie viele Häuser wir brauchen. Ich denke, wir brauchen schon ein paar, ne? Dann bauen wir hier noch ein schönes Häuschen. So. Bam. Grundstücke werden immer kleiner. Okay. Und das ist richtig cool, wie das animiert ist alles. Guckt euch das an. Die bauen jetzt ganz gemütlich und langsam hier dieses Deforestry auf. Balken für Balken und Nagel für Nagel. Das ist schon sehr cool. Und der holt jetzt mit dem Wagen hier Holz, genau. Das wird hier eingeladen. Und hier sehen wir, glaube ich, auch... Ah, da haben wir 4700 liegen. Wir haben irgendwo auch so ein... Das ist die Treasury. Da sehen wir, wie viel Income und wie viel Coins wir gerade brauchen. Expenses, was kostet denn im Moment? Okay, also wir müssen so Löhne zahlen an die Leute. Das können wir auch alles einstellen später, glaube ich. Aber dafür brauchen wir erst irgendwie so ein Rathaus oder sowas. Das sind alles Salaries, also wir zahlen im Moment nur Löhne. Und dann gibt es ja noch Ressourcen. Da haben wir jetzt momentan 1400 Nägel, 90 haben wir schon verbraucht. Und Holz haben wir ja dann gleich am Start, ne? Da kümmern wir uns drum. Das ist unsere Population aktuell. Okay. Wir haben 14 Kinder, das klingt ja schon mal gut. Also da geht dann bald was voran. Da haben wir dann bald wieder Nachwuchs, das ist schön. Gut, wir haben jetzt mal 4 Häuser platziert. Wir haben noch die Farm da oben. Da müssen wir mal gucken. Wir sind noch im März. Ich lasse jetzt so ein bisschen schneller laufen. Es gibt so 3 Geschwindigkeitsstufen. Dann kann man denen so ein bisschen zugucken. Das ist schon sehr cool. Also mit unglaublich viel Liebe zum Detail gemacht einfach. Ich glaube, das ist gleich fertig, oder? Sieht gut aus. Da sehen wir, was noch fehlt und was noch gemacht werden muss. Nägel, Work fehlt noch. Also wir brauchen jetzt, glaube ich, nur noch Work dann, oder? Ressourcen sind dann, glaube ich, da. Das sieht gut aus. Das muss jetzt nur noch zusammengenagelt werden.
Oh yeah. Und dann lassen wir da direkt zwei Leute arbeiten. Ups. Noch ein? Ich glaube, wir brauchen zwei, ne? Für die Bäume. Maschine auf Workers. Da müssen wir, glaube ich, einen hier rausnehmen. Genau, dann geht der noch Holz hacken. Und die bauen jetzt das erste Haus. Da geht's schon los. Bringen erstmal Ressourcen. Holzstapel wächst. Okay, der erste Balken steht. Zweiter. Auf geht's. Das ist schon richtig cool, den allein schon zuzuschauen. Gut, gut. Da geht was voran. Ja, und dann... Die wohnen jetzt aktuell, glaube ich, alle in den Zelten. Ne? Die haben richtig viel Essen dabei. Das ist schon mal gut. Die sind gut versorgt. Wir brauchen dann bestimmt auch einen Brunnen. Ne? Ich glaube, die nehmen kein Wasser aus dem Fluss. Da könnten wir schon mal irgendwo so einen Brunnen hinstellen. Vielleicht hier so an die Häuser. Bam. Die brauchen Clay. Okay. Die brauchen Clay Pit. Steht da ja. Wir haben 9 Familien in Zelten. Die müssen wir alle irgendwie in Häuser reinbekommen. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich 9 Häuser, oder? Das wäre aber ganz schön aufwendig. Okay, dann brauchen wir tatsächlich direkt 9 Häuser. Clay Pit. Das Ding brauchen wir. Das kann man nicht überall platzieren. Sollen wir mal schauen. Hier könnten wir das machen. Dann machen wir das einfach mal hier, oder? So. Dass das so ein bisschen weiter außerhalb ist, nicht direkt hier in der Stadt. Und dann haben die echt viel vor. Das müssen wir, glaube ich, pausieren, ne? Dass die dann woanders weitermachen. Pausieren wir mal die Häuser. Und die Farm sollen sie schon mal bauen, ne? Pausieren wir mal kurz die Häuser, dass sie die anderen Sachen zuerst bauen. Genau, und sobald wir die Ressourcen haben, müssen wir dann die Häuser priorisieren, dass da was vorangeht. Wir haben jetzt schon so ein bisschen Holz. Die Planken hier. Firewood. Wood. Die sind sehr begehrt. Aber wir haben ein paar auf Lager, also alles gut. So, für die Häuser brauchen wir jetzt natürlich noch so eine Thatchery. Um die Dächer zu decken, die werden aus Schilf gemacht und dementsprechend stellen wir jetzt hier mal noch so eine Thatchery irgendwo dazu. Vielleicht hier so. Direkt neben die Lehmgrube. Ungefähr so. Sitzt. Wir sparen so ein bisschen Platz, weil die Häuser sind alle ziemlich groß, ne? Die Smithy bauen wir mal hier so in die Mitte. Dann kommen hier so ein paar Versorgungsgebäude vielleicht noch dazu. Mal schauen. Jetzt müssten wir erstmal wieder alles haben. Wir haben jetzt Lehm. Die Thatchery wird ja dann auch gebaut. Die bauen gerade hier die Farm auf. Das sieht ja auch ganz gut aus. Der bringt Lehm. Die bringen Thatch. Okay, aus dem Lager. Wir haben noch so ein bisschen Thatch. Thatch, genau, wir haben noch was auf Lager, also kein Stress. Aber wir haben es schon mal hingestellt, perfekt. Holz sieht super aus, also die beiden Leute machen das gut. Wir haben jetzt erstmal genug Holz. Wir sind jetzt schon im April, ne? Also und der neigt sich auch schon dem Ende zu. Und wir haben noch kein Haus stehen. Ich glaube, das ist nicht gut. Da müssen wir uns echt ein bisschen ranhalten. Ja, aber die Farm steht gleich. Dann können wir schon mal anfangen, so ein paar Sachen anzupflanzen. Ich weiß nicht, ob es schon zu spät im Jahr ist oder ob wir das noch schaffen. Müssen wir mal schauen. Vielleicht können wir noch irgendwie so ein paar Kartoffeln oder so anpflanzen. Ich hoffe es. Die letzten Dachteile. Bam. Construction completed. Farm. Okay. Da können wir jetzt, genau, da kann man jetzt Frauen anstellen, dass die Damen auch mal was zu tun haben. Und das ist irgendwie strikt aufgeteilt. Da gibt es so eine Aufgabenteilung hier in Ostriv, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man das ändern kann. Higher Options. Men, Women. Es geht wohl irgendwie beides. Und da gibt es irgendwie so Erntehelfern später, ne? Was ist das für ein Vogel? Der ist total verrückt. Okay, wir können hier, glaube ich, so Felder hinzufügen. Genau. Das machen wir jetzt mal. Wir starten direkt mit so ein paar großen Feldern. Gucken, wie groß. Das ist zu groß. So groß darf man die machen. Okay. Machen wir das mal schön groß. Wollen wir das so machen? Machen wir das mal so, das ist ein bisschen ordentlicher, oder? Weiß nicht, ob das gut ist. Too long. Okay. Vielleicht machen wir das ein bisschen kleiner.
Ja, machen wir mal so ein Feld. Okay, muss ja nicht alles perfekt aussehen. Kann ruhig so ein bisschen durcheinander stehen alles, ein bisschen schief und krumm. Das hat doch Charakter. Nehmen wir mal Kartoffeln als erstes. Ich glaube, das ist ein wichtiges Lebensmittel, oder? Das ist bestimmt gut. Add Field. Noch ein Feld, ein großes. So. Bam. Dann entweder Weizen. Weizen ist wichtig, oder? Machen wir mal Weizen. Das ist sicherlich wichtig. So, activated, okay. Müssen wir es noch aktivieren? Pflügen können wir noch nicht, wir haben noch keine so Ochsen, ne? Aktivieren. Mal schauen, ob die noch irgendwas machen dieses Jahr. Da kommen aber jetzt echt viele, das sieht gut aus. Das sind Erntehelfer, glaube ich. Machen wir das mal so. Machen wir hier so einen Durchgang. Und hier kommen die Felder hin. Bam. Und dürfen wir noch eins? Oder sind das jetzt Add Field? Ich habe keine Ahnung, wie viele man da machen darf und was sich, wie viele die versorgen können auch, ne? Von der Arbeitskraft her. Aber wir können ja ziemlich viele Leute einstellen. Können wir jetzt noch eins dazu? Wir könnten. Okay. Machen wir erstmal vier. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Barley, Buckwheat, Sunflower. Für Kleidung brauchen wir so Hemp. Und Flachs und sowas, ne? Flachs. Fallow ist, glaube ich, Brachland, also quasi ein Jahr oder eine Saison Grasland, dass sich das Feld erholt. Weiß nicht, ob wir das jetzt... Brauchen wir am Anfang, glaube ich, nicht. So. Okay, dann haben wir die jetzt alle eingerichtet. Und ich weiß nicht, was die machen. Haben die was angepflanzt? Sowing. Ah, die sehen gerade aus. Hier ist schon ausgesät. Das heißt, da sollte dann was wachsen, ne? Die haben gar nicht umgepflügt. Da wächst überall noch Gras, aber okay. Die wissen schon, was sie machen, denke ich mal, ne? Die Schmiede steht. Perfekt. Super cool. Dann fangen wir jetzt mit den Häusern an, ne? Die Thatchery wird jetzt gebaut. Und dann können sie die Häuser bauen. Wir sind jetzt im Mai. Im Moment wohnen immer noch alle in den Zelten. Also, wir müssen uns wirklich ranhalten. Wie sieht es denn mit Nägeln aus? Nägel 1000. Okay. Aber wir haben ja jetzt den Schmied, der sollte aus dem Eisen dann eigentlich Nägel machen, oder? Soll da jemanden anstellen? Bestimmt. Bam. Dann haben wir jetzt einen Schmied. Mal gucken, was der treibt. Oder brauchen wir erst eine Schmelze dafür? Ich weiß es nicht. Wir werden es rausfinden. 950? Ich glaube, der hat sich schon was geholt, oder? Iron. Ja, das funktioniert. Okay, jetzt können wir unser Eisen verarbeiten zu Nägeln, hoffentlich. Ah, der braucht Charcoal. Oh. Wo gibt's denn Charcoal? Production? Das ist alles nicht so einfach. Also wie gesagt, schon ziemlich realistisch. Man muss hier für alles sorgen. Das geht nicht so einfach mal eben. Da muss man schon ein bisschen was für tun. Charcoal Pile. Dann bauen wir hier mal so einen Charcoal Pile hin, ne? So, machen wir gleich mal zwei. Ich glaube, davon braucht man mehr. Bam, bam. Gut. Dann pausieren wir die anderen Häuser nochmal. Die sollen jetzt die Thatchery und die Charcoal Piles zuerst bauen. Oder sind die eh schon fertig? Ich glaube, die sind schon fertig, ne? Da kommt jetzt Firewood rein. Und dann wird das in Holzkohle umgewandelt. Also so angebrannt. Gut. Wir haben nicht mehr viel Thatch. Das ist nicht gut. Baut mal die Thatchery fertig. Die sind noch an dem Haus dran, ne? Oh, das ist richtig teuer. Es kostet total viel Thatch. Die sollen mal die Thatchery zuerst machen. Der bringt Lehm. Okay. Macht mal die Thatchery jetzt. Das ist wichtiger. Okay, hier wird gerade Holz geliefert. Wir machen jetzt so Holzbündel und es wird dann alles zu Holzkohle verkohlt. Das ist so cool. Das macht echt Spaß, den zuzuschauen. Die bringen jetzt haufenweise Holz raus. Aber die machen einen Riesenstapel. Das ist das ganze Feuerholz, was sie da gerade verheizen. Das brauchen wir für den Winter dann auch noch.
Das müssen wir dann wahrscheinlich irgendwo mal einlagern. Wir brauchen bestimmt ein großes Lager für Feuerholz und sowas. Ja. Okay, jetzt brutzelt es. Firewood for Charcoal. Genau, also das wird jetzt unter Sauerstoffarmut verkokelt und dann kriegt man Holzkohle. Und dann haben wir Holzkohle für den Schmied, ne? So, jetzt haben wir die Thatchery stehen. Können wir die Häuser weitermachen. Thatchery? Da brauchen wir jetzt Worker. Das machen wieder die Damen. Stellen wir mal zwei ein für einen Moment, dass die mal richtig loslegen. Dass wir genug Thatch haben. Jetzt sollen wir Häuser bauen. Da sind wir ja dran, das zu machen. Das ist gut. Das erste Haus ist schon halb fertig. Wir sind ja auch erst im Juni. Also im Hochsommer stehen dann hoffentlich die ersten Häuser langsam. Sieht doch alles gut aus erstmal. Jetzt haben wir die Hälfte des Eisens schon aufgebraucht. Das heißt, das wird dann so ein bisschen Engpass werden. Wir haben es noch nicht aufgebraucht. Also hier ist noch ziemlich viel eingelagert, aber das macht mir so ein bisschen Sorgen. Deswegen gehen wir jetzt direkt mal so ein bisschen Richtung Handel und bauen entweder so einen Trading Post oder einen Trading Dock. Ich glaube, wir bauen mal einen Dock, weil Schiffe haben wir eh schon. Und beim Post weiß ich nicht, ob wir vielleicht Pferde oder so brauchen. Das machen wir besser mal nicht. Wir stellen mal so ein cooles Trading Dock hier dazu. Das sieht mega cool aus. Bauen wir das mal direkt hier an den Häusern. So. Das steht jetzt mal da drüben. Dann machen wir hier auch so ein bisschen ein paar andere Gebäude hin, dass wir nicht nur Häuser haben. Obwohl wir eigentlich... Ja, so ein Städtchen wäre eigentlich ganz gut. Ne? So ein Städtchen nur mit Häusern. Aber müssen wir mal gucken, wo wir es also unterbringen. Die Häuser sind auch viel zu groß. Wir müssen dann später mal ausprobieren, diese Reihenhäuser zu bauen, dass wir nicht so viel Platz brauchen. Aber hier haben wir jetzt mal überall mit Garten, so die, die am meisten Platz brauchen. Mal gucken. Aber ich glaube, das ist cool, oder? Sieht doch schön aus. So, gehen wir mal wieder so ein Haus frei. Und wir brauchen Market Stalls, um den Leuten die Kartoffeln zu verkaufen. Genau. Das stelle ich jetzt einfach mal hier irgendwo in die Nähe, oder? Ich weiß noch nicht, wo die später hinkommen. Wir stellen einfach mal irgendwo sowas hin. Wir brauchen einen Market Stall. Den stellen wir jetzt einfach mal hier hin, so. Bam. So auf halbem Weg zwischen Häusern und der Farm. Da brauchen wir einen Worker und dann können wir hier Kartoffeln verkaufen. Dann können die sich da Kartoffeln holen. Das ist doch gut, oder? Kartoffeln? Ja, was haben wir noch? Flachs und Wheat. Ich weiß nicht, ob die was mit Wheat anfangen können oder mit Hemp. Ich glaube, das müssen wir alles erst verarbeiten. Ne? Die Felder werden scheinbar alle gleichzeitig fertig. Also wir müssen die jetzt alle ernten. Wir brauchen viele Erntehelfer. genau, die ernten gerade das Weizen. Was machen wir denn da? Wir können mal hier bei Flachs wieder eine Dame rausnehmen. Die kann dann hier helfen. Flachs haben wir, glaube ich, genug. Genau, die ernten das jetzt alles fleißig. Oh je. Die hat viel zu tun. Das wächst aber nicht gut, glaube ich. Ne? Also die Felder sehen ziemlich spärlich bewachsen aus. Wir hätten die vielleicht pflügen sollen. Also wir brauchen dringend Ochsen. Aber die macht das schon. Ein bisschen was kann man auf jeden Fall ernten. Ich hoffe mal, die Kartoffeln bringen uns dann über den Winter. Wir haben jetzt schon einige gehabt gerade. Die nimmt einfach mal 100 Kartoffeln mit. Ja, tatsächlich. Und dann kommen die Leute und kaufen die, ne? Das ist bestimmt gut, wenn wir Kartoffeln verkaufen. Dann kriegen wir wieder Coins rein. Wir haben jetzt schon 150 Coins, 160 Coins verbrannt, ne? Local Sales, genau. Das gibt uns nämlich wieder Income. Das ist gut. Ausgaben sind etwas höher. 10-mal so hoch. Müssen wir nochmal gucken. Die Miete ist sehr günstig, aber wir haben auch noch nicht viele Häuser stehen. Und da müssen die auch noch so Grundsteuer zahlen, ne? Okay. Land Tax. Wheat Harvest. Weiß nicht, wir können ja... Kann man hier Wheat verkaufen? Wheat? Buckwheat? Marrow? Nee, Wheat können wir nicht verkaufen. Das müssen wir erst verarbeiten. Buckwheat hätten wir verkaufen können. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ach, Buckwheat ist Buchweizen. Ne? Das ist in den östlichen Gefilden sehr beliebt. Das ist auch lecker. Da kann man coole Sachen draus machen. Okay, dann müssen wir das nächste Mal noch Buckwheat anpflanzen.
Das kann man auch direkt verarbeiten, verkaufen. Das können die Leute direkt essen, das ist gut. Das sieht ja gut aus mit dem Marktstand, das funktioniert. Die bauen gerade das nächste Haus fertig. Ja, und dann haben wir schon so ein bisschen was geschafft. Wir sind jetzt im August und wir haben jetzt 3 Häuser stehen, ne? Gleich 4. Wir haben immer noch 6 Familien hier in Zelten und die bauen dann die Zelte ab, wenn sie fertig sind und ziehen dann um. Jetzt haben wir noch 5 Familien. Das heißt, die bauen jetzt ein Zelt wieder ab, denke ich mal. Irgendwo. So ein bisschen warten, ne? 5. Also ein Zelt ist zu viel, das wird gleich abgerissen. Welche Familie zieht um? Bestimmt die hier, oder? Schauen wir mal. Die sind schon bewohnt, die Häuser. Okay, jetzt hier wurde hier, glaube ich, abgerissen, da oben. Da rechts. Okay. Dann wird hier der Platz wieder frei. Dann können wir da wieder neue Sachen bauen. Hier ist, glaube ich, auch das Ressourcenlager. Genau, Eisen und Nägel haben wir hier noch. Das ist das Kartparking. Das ist das Camp Center. Das ist, glaube ich, quasi unser Rathaus gerade. Mehr haben wir nicht. Okay, aber es sieht schon ganz cool aus. Wir haben so einen kleinen, ja, den Anfang eines Dorfes stehen. Also ihr seht schon, das dauert alles ziemlich lange. Man muss erstmal die ganzen Ressourcen ranschaffen. Das ist alles nicht so einfach. Und das dauert auch ein bisschen. Ja. Die Leute brauchen einfach ein bisschen Zeit, um sowas hinzustellen. Die bauen jetzt hier dieses Trading Dock. Und dann können wir in der nächsten Folge direkt mal so ein bisschen in den Handel einsteigen. Das ist super wichtig, weil so ein paar Ressourcen wie Eisen bekommen wir nur durch den Handel. Und wir haben nur noch 500 auf Lager. Nägel haben wir auch ziemlich wenige. Metal Parts sowieso. Wir bräuchten fast einen zweiten Schmied, ne? Wir haben ja jetzt genug Charcoal. Ein zweiter Schmied wäre vielleicht nicht schlecht. Schauen wir mal. Es gibt noch ziemlich viel zu tun. Also wir stehen absolut am Anfang. Ist super idyllisch. Mir macht es mega viel Spaß. Ich fand es damals schon super spannend und bin auch echt gespannt zu sehen, was alles neu dazugekommen ist. Da kamen einige neue Gebäude auf jeden Fall dazu. Die sind jetzt mit dem Feld fertig. Die anderen beiden müssen noch gemacht werden. Ich hoffe, die schaffen das rechtzeitig. Die sind schon jetzt langsam einen Monat dabei, ne? Wir brauchen mehr Erntehelfer. Wir brauchen allgemein mehr Leute. Das werden jetzt immer weniger. Je mehr Gebäude wir hinstellen, desto mehr Arbeiter haben wir dann da drin. Und desto weniger Bilder haben wir dann natürlich auch. Die sind echt ziemlich schnell mit dem Holz. Wir haben das Planken- und das Feuerholzlager scheinbar voll. Die warten drauf, dass da wieder was abgeholt wird. Aber wir brauchen 2 Holzfäller. Einer alleine schafft das mit den Bäumen nicht. Die Baumstämme sind zu schwer. Na gut, ich würde sagen, das war es erstmal für die erste Folge. Ich glaube, wir sind schon ziemlich lange dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mehr von Austrip sehen wollt, schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da, dass ich Bescheid weiß. Und dann schauen wir mal, dass wir hier ein richtig schönes kleines Städtchen aufbauen. Ich habe einen riesen Spaß an diesen Aufbaugames. Und das ist definitiv eins von den empfehlenswerteren, sage ich jetzt mal. Also wenn ihr es noch nicht kennt, schaut es euch mal an. Vielleicht ist das was für euch. Ist super spannend, aber auch ziemlich unforgiving. Also es kann schon sein, dass da was schief läuft. Wir müssen so ein bisschen aufpassen. Am Anfang, der Start ist auf jeden Fall ziemlich schwierig. Später, wenn man dann so ein bisschen die Coins im Griff hat und die Nahrungsmittel und so weiter, dann sieht das alles ein bisschen anders aus. Aber jetzt am Anfang müssen wir, glaube ich, echt aufpassen. Gerade, dass wir vorm Winter die Häuser fertig kriegen, nicht, dass uns die Leute hier erfrieren. Das wäre ganz schlecht. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Wir sind ein bisschen spät dran, aber vielleicht schaffen wir es ja noch. Mal schauen. Für heute würde ich sagen, lassen wir es gut sein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und bis dann.